Yo Boys, wir sind hier auf Pirate Swap, wo du deine Kackskins in geile Skins austauschen kannst. Du kannst aber auch Balance benutzen und wenn du Balance aufladen möchtest mit Echtgeld, dann kriegst du 35% mehr mit dem Code CRONY. Deswegen, tauscht eure Kackskins in geile Skins und haut rein, viel Spaß beim Video. Yo, wunderschönen guten Tag, meine Freunde, Spritzer, CRONY ist hier am Start und ja, Mates, ich würde sagen, let's go. Wir sind hier auf CSGO Skins zurück. Ist natürlich ab 18, nur mit Kollegen übrig habt. Bis jetzt lief es hier bombastisch gut. Wir gucken natürlich, dass es so weitergeht, machen eine Kistenschlacht auf und werden dabei folgendes Thema mal so ein bisschen veranschlagen. Ihr wisst ja, dass meine Videos eher so Podcasts sind, statt es ist eher so Case Opening im Hintergrund und der Rest. Aber Case, die war schon gut, Alter. Die hat uns letztes Mal, boah, die Weapon Case, wäre die nicht so teuer, boah. Aber ist die Bravo Case auch in echt günstiger als die Weapon Case? Oder macht das hier alles gar keinen Sinn? G2A, nee, AK Case 50-50. Komm, könnten wir eigentlich auch mal probieren. Mal gucken, wie oft die AK kommt. Wir waren drei Spieler, zack. Heute ist so ein bisschen das Thema, zwei Menschen erleben dieselbe Situation und nehmen es aber trotzdem komplett anders auf. Das ist wirklich krank und das passiert ja wirklich im Alltag sehr, sehr oft. Ich habe die Erfahrung jetzt heute eben mit der X-Raw gemacht, dass man dieselbe, ich werde natürlich nicht erzählen, was es war, aber dass einfach dieselbe Situation von zwei komplett anderen Ufern aufgenommen wurde. Also es ist nicht nur so, dass man einigermaßen auf dem gleichen Ding war, sondern es ist quasi wirklich so, als wäre ein See dazwischen. Deswegen auch die zwei Ufer, poetisch. Das ist teilweise echt krank, wo man sich dann denkt, wo man dann so sauer wird, weil man der Meinung ist, dass die eigene Sichtweise ja so extrem richtig ist. Ist sie meistens auch, bin ich der Meinung. Aber nicht immer. Und die andere Person eben das Gleiche auch hat und das dann so übel eskaliert, obwohl es eigentlich behindert ist, dass es eskaliert. Glaubt man einfach mal, also es ist ja wirklich in allen Beziehungen so, ne? Egal ob mit Freunden oder mit Geschäftspartnern oder wie auch immer. Glaubt man sich einfach mal versucht, in die andere Person reinzuversetzen, wird halt erstmal so der eigene Dickkopf durchgeballert. Und da bin ich auch hart dran am Arbeiten, dass ich eben nicht mehr meinen eigenen Dickkopf durchballern möchte, sondern dass ich das Gesagte aufnehme, meine Meinung dazu gebe, kurz mal in mich gehe und überlege, hey, wie könnte die andere Person das sehen? Wie könnte die andere Person das meinen? genau, dass man da einfach sich mal kurz nimmt, guckt, wie ist die andere Person drauf, wie könnt ihr es meinen und so. Ich weiß nicht, schreibt ihr das gerne mal ehrlich unten rein, wie das bei euch ist, ob ihr auch eher so ein Dickkopf seid und dann erstmal drauf beharrt und eine Nacht drüber schlafen müsst und erst am nächsten Tag einseht oder ob ihr euch direkt in die andere Person reinversetzen könnt oder ob ihr auch so wie ich jetzt euch erstmal so 2-3 Minuten nehmt und dann guckt, wie die Sicht des anderen sein könnte, bevor es dann komplett eskaliert. Würde mich mal super interessieren, weil ja, sowas finde ich natürlich absolut nicht schön. Und das ist auch unnötig. Unnötiges Fuck. Vor allem, ja, wenn es für Menschen ist, wo du ja eigentlich keine Verpflichtung mehr hast oder wie auch immer. Ja. Bei Freunden ist das nochmal was anderes so. Da kann man auch mal natürlich sich fetzen. Schade, nicht gewonnen. Kann man sich natürlich mal fetzen und dann eine Nacht drüber schlafen. Am nächsten Tag sagen, hey komm, wir raufen uns nochmal zusammen oder wir gucken nochmal. Und hier und da, wie hast du das gestern empfunden und hast du nicht gesehen? Aber ja, gerade so bei Personen, wo eigentlich die Tür verlassen und einem dann, oder es einem nicht mehr nachhängen sollte, sagen wir mal, ist das eigentlich halt wirklich sehr, sehr unnötig. So, jetzt machen wir noch 5 mal die Bravo. Nein, doch nicht. Ich hab Bock noch auf eine dicke Kiste zum Abschluss. Welche machen wir da auf? Und wie immer bin ich echt gespannt. Ich fand auch eure Kommentare zu der Club-Story extrem geil. Habe ich mir auch sehr, sehr gerne durchgelesen. Supreme Knife Case. Komm, wir machen mal zwei Kisten auf. Oh, ich will die Prozente gar nicht angucken. Ich will die Prozente. Ach Gott. Baby. Baby. Warte mal. Nein. Oh mein Gott. Ach, okay, kostet 290. Boah, ich habe gedacht, es wäre die 400-Euro-Kiste. Ich wollte eigentlich noch mal gucken, wie viel die wert ist. Ich habe nicht gecheckt, dass wenn man wieder öffnen drückt, auch direkt wieder geöffnet wird. Wir machen jetzt aber zum Schluss noch einmal die 400er-Kiste auf. Und dann war es das gewesen, so oder so. 290 trotzdem natürlich krank, ne? Nicht falsch verstehen, aber ich dachte, ich habe gerade. Oh Gott. Bitte, 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 bitte. Ne, die sind nicht ansatzweise 400, oder? Das sind Buttplugs. Ne, die sind keine. Baby.
Glück gehabt, Glück im Unglück. Minus gemacht, aber nicht so viel. Das ist okay. Das ist okay. Machen jetzt hier die Skins noch. Bin halt einfach, ich bin auch ein bisschen auf Puls, muss ich ehrlich sagen, ne? Also, bin auch gerade ein bisschen abgefuckt, deswegen sind wir heute hier ein bisschen spritziger unterwegs. Okay, aber hat sich ausgezahlt. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und bis bald, man. Ciao.